Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition. Hier auf Nachtwanderung, weil wir wollen heute mal den Troll finden. Also der in den YouTube-Kommentaren ist. Klar, man kennt's. Okay, also. Wir gehen jetzt hier raus. Es ist jetzt nach 12 und ja, wir werden den Troll zu Tode töten. Was? Okay. So. Wenn ich ganz viel Zeit hätte, würde ich mir ein paar Wachen mitnehmen. Irgendwie würde ich das schon hinkriegen. Er kann das so weit. Ja, das ist doch kein Troll. Hä? Ja, wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich wirklich gerade trollen? Hä? Was ist denn mit euch? Hallo? Seid ihr Gnadalf? Dieses Grunzen, das ihr von euch gebt, was ist das? Hallo? Oh! Ah! Gnadolf! Sag mal! Was denn? Ein Troll, schätze ich. Zur heiligen Hölle war das denn? Der war unsichtbar. Der hatte doch einen Stealth-Boy an oder sowas. Hä? Was zur Hölle? Interessant. Sehr interessant. So, ja, das ist jetzt blöd. Ja, sehr blöd. Kann ich irgendwie schlafen? Weil die Zeit vergehen lassen, irgendwie sowas. Hallo, Nessa. Verladetürme. Gibt's irgendwo Betten? Wo ich jetzt nichts für zahlen muss. Ich probiere es mal hier beim Bauernhof. Wenn das nichts wird, dann. Ja, oh. Dann gehe ich wohl in die Stadt. Ja, das wird wohl tatsächlich nichts. Dann gehe ich halt ins Rennviertel. Geht halt nicht anders. Da muss ich mir ein Hotel buchen.
kann man auch, kriege ich Payback-Punkte für. Oder Miles and More Meilen. Je nachdem, was ein besseren Cashback hat. Ich glaube, Schob. Früher Kipu. Da oben ist doch direkt hart der Arc Double Walk. Achso, ich dachte, das heißt Doppelbock, wenn ich zum Tanzen nehme. Naja, gut. Ist nah dran. Alter. Ja, so viele Leute wieder. Ich suche eine Bleibe. Ja, ich nehm's. Ja. Ich bin schon Krise, weil ach, Jesper! Mensch. Was war denn da? Naja, was ich sagen wollte, also viele Leute. Isolda! Mensch, bist du aus Skyrim gekommen oder was? Wo ist mein Bett? Ist das mein Bett? Ne, es ist das Bett von einem anderen. Ein Bett von einem anderen, was soll's? Ja. Ich darf hier nichts klauen, das ist doch meins, dachte ich. Bücher. Naja, ich gehe mal lieber schlafen. So, früher morgen, dann kann ich auch mal am nächsten Tag meine ganzen Sachen verkaufen. 8:30 Uhr morgens, Mensch. Der Tag beginnt, der Arbeitstag. Hier ist die Party immer noch am Bienen. Schon dieses Highwood. Das war auch nur ganz am Anfang, ne? Jetzt macht es auch kein Depp mehr. So, jetzt wo eh Tag ist, gehe ich auch auf den Marktplatz und verkaufe meine Sachen. Ich würde mir den. Huch. Das habe ich doch schon alles mal gesagt. Ah! Eine Brezel. Wie viele Sekunden? 720, so ein Cremetörtchen. Alles klar. Hey, Leute. Oh. Cool. 19:30 Uhr schon. Eieiei, was meint ihr wegen seiner Geschichte? Was ist in diesem Düstertal passiert? Danke. Also ich liebe das, dass hier so viele Leute sind, ne? Ich würde es halt noch mehr lieben, wenn wirklich jeder von denen wirklich Geschichten. Und das ist nämlich, das ist das Tolle. Das ist das, was ich hier schade finde. Die Leute mit Namen, ne? Die haben zwar alle Namen, aber keine Geschichten. Das ist bei
Scheiße, wie heißt die Mod nochmal? Important NPCs? Nee. Bei dieser einen Mod, die ich immer so geil finde. Alter, was ist denn mit euch los? Noch Important NPCs heißt sie, glaube ich. Ist halt wirklich, hat jeder seine halbe. Also wenn du da immer mit denen redest, die reden ja 20 Minuten mit dir. Das finde ich halt mega ultra geil. Was ist? Ja, so. Interessant, dass das immer wieder gefragt wird. Steht auch Ware so im Verkauf. Ach, die sind so nett, die Leute. So, ich kann wieder so viel verkaufen, ne? Stahlpfeile, die haben ja alle kein Gewicht, deswegen muss ich sie nicht verkaufen. So. Das kann ich auch verkaufen. Was ist das? Verbessert eure schwere Rüstenfähigkeit um 8 Punkte. Er hat Nahkampfschaden um 2 Punkte. Festigt eure Lebensenergie um 4.